Ach. Beweg deinen Arsch! Alter, los, 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 los! Ach. Sag an. Ich versuche mich zu beeilen. Hör mal, du bist ja voll der Superheld, was? Ein super krasses Fitness-Genie. Du schaffst das, ich glaube an dich. Klar. Heilige Tittenfeder, du hast es geschafft. Hol mein Zeug, okay? Meine Reiseapotheke. Nicht vergessen, okay? Bitte hol sie. Hier ist kein Problem, alles klar. Ja, ich hole deine Reiseapotheke. Oh Mann. Voll der Akt. Ich liebe dich, verfickt nochmal. Ich werde weiterleben. Kein Tod für mich. Kein Tod für dich. Wir können weiter durch die Landschaft stolpern. Dufte. Sobald ich meine zurückhabe, kann ich alle mit solchen Reiseapotheken ausstatten. Oh, ist das nicht schön rosa hier. Oh, geil. Ja, immer her damit. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Das macht das Leben so viel einfacher. Na dann. Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne 3 Wochen später tot umzufallen. Yeah, das hört sich richtig duft an. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ja. Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten, klar, oder so. Klar. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. Hört sich duft an. Kondition und so ein Kack. Ja, geil. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Alter. Alter, bitte, Alter. Vorratslieferung entdeckt. Wo? Okay, holen wir. Wollt ihr mich verarschen, Jungs? So. Scharfschützen-Queranfänger. So. 2 Vorteilspunkte erhalten. Na super. So, danke für das Bike. Jetzt aua. Jetzt wollte ich noch mal eben schauen. Was es hier so gibt. Ja, gut eingeparkt, finde ich. Kann auch nicht jeder. Hier komme ich gar nicht rein, wa? Hier gibt es nicht wirklich viel. Naja, immerhin etwas. Nicht viel, aber immerhin. So. Wir haben jetzt die Dame. Da muss ich hin. Wie komme ich denn reisen? Ach, guck mal, ich kann auch schnell reisen. Dann machen wir das doch mal. Wir fahren mal eben zurück zu Prosperity und schauen uns mal an, wie die beiden sich da jetzt eingerichtet haben. Jetzt haben sich die Zwillinge auf dem Schirm. Sorry. So. Werkstatt. Fahrzeuge. Wo ist denn mein Fahrzeug? Ich hätte immer noch gerne mein Fahrzeug. Die Werkstatt ist, glaube ich, noch nicht besetzt, ne? Kann das sein? Im Besitz. Ach, die muss immer noch geöffnet werden. Trainingslager ist auch noch nicht offen. Kann
Kann ich irgendwen jetzt mitnehmen? Kann ich... Oh, warte mal. Prosperity muss aufrüsten, wenn es überleben soll. Es gibt Gerüchte, dass es beim alten Schrottplatz da hinten die absurdeste Vorrichtung aller Zeiten gibt. Wer so viel Zeit darauf verwendet, sowas zu bauen, muss gutes Zeug versteckt haben. Geh doch mal hin und sieh nach. Okay. Gutes Zeug am Schrottplatz. So, mich... Wie war das denn? Was ist denn das hier? Ich konnte doch noch irgendwen anheuern. Krankenstation. Guck mal, die ist jetzt... Vielleicht bleibe ich einfach hier. Mal so ein Schnupperjahr machen. Ich bin hier sowas wie die Mythbusters für Medikamente. Leute kriegen Skorbut und Bronchitis und ich heile sie mit Piniennadeln und Kräuterwickeln, die ich nach Gefühl zusammenstelle. Ich hab's einfach mal drauf. Ja. Aber wir brauchen noch einiges an. Sache, das mit dem Zug, hm? Von Ethanol. Wer ist das denn? Ach, das ist er doch hier. Guck mal. Ich hab von Kims Plänen gehört. Die sind ganz schön ambitioniert. Also so richtig, richtig, richtig ambitioniert. Mhm. Der Ort hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Ich glaube, ich sollte mit der Kim mal reden, dass ihre Tochter gefallen ist. Wo finde ich die denn nochmal? Die finde ich doch im Haupthaus. Wie komme ich denn da rein? Ich bin doch hier im Haupthaus. Ja, hier. So. Okay. Ist sie denn jetzt? Wieso finde ich die denn nicht? Mit der kann ich nicht quatschen. Da. Ich weiß nicht, ob Selene eine qualifizierte Ärztin ist, aber wir dürfen nicht wählerisch sein. Sie weiß eine Menge über Pflanzen und hilft den Leuten, sich schneller von den Verletzungen zu erholen. Ja, okay. Dieses Zugunglück muss echt furchtbar. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, bevor die Bomben fielen. Um ehrlich zu sein, so toll war es damals auch nicht immer. Okay, ich brauche mal eben, wo ist denn hier meine Waffenbank oder was? Weapons. So, nachfüllen. Eine Beute eintauschen. Können wir mal alles eintauschen. Kriegen wir noch viel für, oder? Ja, ich glaube. So, da können wir wieder ein paar herstellen. Alles klar, hier ist alles voll. Zurück. Waffen. Wir haben Basie. Wir haben das Scharfschützengewehr. Was? Achso, das ist alles noch zu, natürlich. Flammenwerfer könnte ich mir bauen. Das kann ich mir bauen. Das, oh, guck mal, ich kann mir das alles bauen. Leichtes Maschinengewehr. Sturmgewehr. Schaden. SPM. Speed. Schaden per Minute. 24er Magazin. 900 Schaden pro Minute. Freunde, da brauche ich natürlich 900 Schaden pro Minute. Das, ja. Herstellen. Gracias. Dahin. So. Haben wir mal ein vernünftiges Gewehr an Manne. Ich weiß, der ist auch geil, aber... Ich habe keinen Platz mehr. Nicht sonderlich hübsch, aber Sicherheit steht an oberster. Okay. Karte.
Logbuch, wir haben den Aufbruch hier, ne? Ja. Die haben wir abgeschlossen. Jetzt wollte ich noch mal kurz schauen. Parkers Höhle. Bunkerloch. Was heißt denn das hier? Da gibt es dann... Expedition? Stufe 2, Schnellreise benötigt. Hier ist Grace Armstrong, die Highwind. Genau zu dem werden wir jetzt aufbrechen. Und Schnellreisen kann ich dahin noch nicht, ne? Da kann ich auch nicht hin schnellreisen. Verfluchte Hacke. Kann ich überhaupt schon mal irgendwo hin schnellreisen? Nö, scheinbar nicht. Na, so ein Mist. Gut. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Kommt jetzt mal irgendeiner mit oder so? Ich meine, es war ja blöd, dass sie die ganze Zeit vorgerannt ist, aber dass sie jetzt, tot ist, die hat schon gut gemetzelt. Mist. Alles klar. Auf geht's. Ich begegne nicht zu starken Trupps. Schön. Jetzt fährt sie auch im Dunkeln. Hier hätte ich sagen sollen. Es fährt sie auch im Dunkeln. Wo ist hier wer? Hm? Ich habe niemanden gesehen. Nur gehört. Das hier sieht fast aus wie Riesenhasen. Was haben wir denn da? Ich hoffe, du bist jetzt für alles bereit. Hey! Du schon wieder. Pastor Jerome und Ramon haben die Highwaymen von einem alten Silo aus überfallen. Ich habe eine Weile nichts von ihnen gehört. Ich wette, Jerome könnte einen Kämpfer wie dich gut gebrauchen. Okay. Wo finde ich den jetzt? Pastor Jerome. Ja gut, wir können ja erstmal hier hin. Auf dem Weg. Boah, ja, das hier sieht ganz interessant aus. Ich glaube, das ist etwas, was wir einnehmen können. Guck mal, da ist jemand. Okay. Ich aber schlecht. Kommt der hier rüber? Alles klar, sehr gut. Gehe ich auch mal eben darüber.
haben wir denn hier? Captain, die Highwaymen entführen unsere Leute und bringen sie zu ihrer Munitionsfabrik. Halte alle Gefangenentransporter auf, die du siehst, und befreie die Geiseln. Ja, klar. Im Kampf wird einfach jeder gebraucht. Danke für die Rettung. Die Highwaymen greifen uns und New Eden an. Keiner ist mehr sicher. Gut, dann kann ich doch auch den Wagen nehmen, oder? Bestimmt kann ich den Wagen nehmen. Hallo? Nein! Hey! Alter! Jetzt fährt er mit dem Wagen weg! Verdammt, ich habe mich noch nicht befreit, um mir den Wagen zu klauen. Das gibt's doch nicht. Da drüben ist aber noch einer. Oh shit. Warte. Nein, nein, wieso ist jetzt der Wagen im Arsch? Och Leute, ihr seid so bescheuert, Leute. Ey, das kann doch nicht sein, dass die mir alle den... die Welt. Na, Freunde? Dachten sich wohl ein bisschen Verstärkung wäre ganz praktisch sein, aber falsch gedacht. So. Andere Karre, endlich mal. Yeah! Auto ist auch cool. Speed Record. Da hängt schon wieder einer. Ja, ich muss nur mal gucken. Das ist jetzt ungünstig. Sekunde mal kurz. Okay. Was für ein Foto ranzuzoomen? Das ist aber nicht die Hütte hier, oder? Oder? Mach das Foto weg. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber hier ist sehr hell. Abgezäunt ist ja auch alles, verdammt. Was ist das hier für ein Riesenkomplex? Oh, da ist noch einer. Na kommt. Sehr schön. Next. Ach, ich dachte, hier war einer. Oh, kann ich nicht kaputt machen. Warte. Autsch. Das Ding muss ich hier, glaube ich, einnehmen. Ist hier gerade noch jemand gekommen? Also. Kann ich das nicht einnehmen oder irgendwas machen hier?
So, Sekunde. Okay. Dem da jetzt hinterher zu rennen, würde nicht viel bringen. Was haben wir denn hier? Kamina! Ja, das ist natürlich doof. Sei zurück, bevor es dunkel ist und fang nicht wieder an, mit mir darüber zu diskutieren. Ja, wir haben False End eingenommen. Tja, das ist doof. Ich glaube, die kommt nicht mehr zurück, das Mädel. Kaminas Tagebuch. Ach, das ist ihre alte Wohnung. Was? Was ist denn da jetzt los? Ich muss raus. Tracys Reisen. Den ersten Tag habe ich gedacht, ich wäre über alles erhaben. Am Anfang zumindest. Ich war ein paar Wochen bei der Sekte, bis ich eines Tages Nick und Kim in Hope County traf. Wie sie mich anguckten. Als wäre mein Hund gerade gestorben oder so. Nett, aber so voller Mitleid. Und ich hatte wirklich gedacht, ich hätte bei der Sekte meinen Platz in der Welt gefunden. Aber die Rice ließen mich erstmal wieder daran zweifeln. So, dann sind die auf meiner Seite. Was ist denn hier los? Ich raff es nicht so ganz. Hier ist da überhaupt keiner. Ich habe einen guten Tipp bekommen. Die Highwaymen haben Trucks voller Beute und Herstellungsmaterialien. Vielleicht kannst du sie ihnen wegnehmen. Das könnte sich lohnen. Sekunde, schnell zurück. So. Wow, shit! So, sind die jetzt platt hier? Ah, die ollen Flammenwerfer-Bitches. So, geile Karre nehme ich. Mit Mucke. Wie der lebt noch. Schade, aber auch. So, habe ich das Ding da eingenommen, was auch immer das war? Nö, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was einsammeln. So, hier liegt ein Pastor. Guten Tag. Ja, ja, ich... falsch. Sekunde. So, ich komme. Ja, wo denn? Hier ist doch gar keiner mehr. Alter, wie komme ich denn da hoch? Wieso wird da? Moin.
Was? Junge. Hä? Hallo? Wieso ist er jetzt unten? Der war doch gerade noch unten oben. Was haben wir hier? Notiz eines Überlebenden. Ramon. Wir müssen die Leute dazu bringen, sich zusammenzuraufen. Niemand traut den anderen so sehr, dass wir gemeinsam gegen die Highwaymen kämpfen könnten. So wie früher gegen die Peggy. Ja, Sekunde mal. Gleitschirm. Ich will diesen scheiß Gleitschirm mal benutzen. Aber da bin ich scheinbar zu blöd für. Hey. Danke, dass du mich rausgehauen hast. Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an. Wo ist er denn? Gefangene. Aber dieses Mal ging alles schief. Wir haben einen Truck überfallen und gerieten in einen Hinterhalt der Highwaymen. Ist mein neuer Wingman? Wir haben Jerome. Ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Gott weiß, wohin sie Jerome gebracht haben. Vielleicht finden wir einen Hinweis auf dem Fußballplatz. Er ist nicht weit von hier. Alles klar. So, pass mal auf. Jerome kommt nach Hause. Ja, das kriegen wir noch hin. Wo ist er? Komm mit, Jung. Hey. Hey. Du frühstückst wohl Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Wo willst du denn hin? Okay, du bleibst einfach dumm da rumstehen. Wir kümmern uns um Jerome. Ja, müssen wir sowieso in die Richtung. Das machen wir dann mal eben. Okay. Ne, scheint nicht mehr da zu sein. Hier hat es einen Kampf gegeben. Jetzt muss ich da hinterher, oder was? Ist das die Karre, wo der drin ist? Nee, ernsthaft? Warte mal kurz. Mal hin. Eventuell. Okay, der ist tot. Bist du Jerome? Die Zwillinge machen uns schon seit langem das Leben zur Hölle. Die sehen ja alle gleich aus, die Leute. Das scheint irgendwie nicht Jerome zu sein. Mist. Okay. Im Suchgebiet. Soll ich den jetzt suchen oder was? Reparieren, Vorteile benötigt. Ach, der hat sich hier lang geschliffen. Ach, hier.
Oh. Highwayman-Befehle. Es gibt einen verrückten Prediger mit einer Schrotflinte, der rumläuft und Konvois angreift. Wenn ihr ihn fragt, mein Boss will so schnell wie möglich mit ihm reden. Bringt ihn zur alten Kellett-Farm und wir bringen ihn dann zum Verhör. Okay. Irgendeine Farm?